hier bin ich hochgekommen, warte mal. Jetzt hier weiter. Ja. Lauf einfach weiter. Nee, warte mal, hier bin ich falsch. Hier geht's wieder nach unten. Ich muss in die andere Richtung zurück. Ach, hör doch auf! Boah, ist das ein irres Gebiet, ey. Huh. Hier kann man irre werden, auf jeden Fall. Muss ich mir hinten über den Balken drüber. Mal weg hier, bevor du auf blöde Ideen kommst, Freundchen. Na, 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 na. Hey, 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 aua. Aua, aua. Okay. So, und wieder rüber. Hat man ja lange nicht, Chat. Mhm. Hat aber 3 Stunden hier in diesem blöden Drecksgefängnis vergammelt. War das erste Gebiet, was so langwierig ist. Tatsächlich. Ja. Asterix erobert Rom. Ja, weil das. Ja, ja, das Passierschein A38, ey. Ja. Mal gucken, vielleicht kannst du den irgendwo beantragen, den Passierschein dann. Oder du machst dann irgendeine Tür auf und dann sitzt da einer, der geschaukelt wird. Ja, und dann, wow, Mann, das ist kacke mit euch. Ja, die sind halt echt. Ja, aber dann dreh ich den Spieß um und sag halt zum Boss, Passierschein A38, ne? Ja, stimmt. Nee, dann musst du sagen, wir brauchen den Passierschein A39. Was? Hast du was vom Passierschein A39 gehört? Dann geht's los. Und wieder nach oben. Ich muss hier so eine Fahrstuhlmusik laufen in der Zeit, ey. So, aua, 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 hör auf. Schlagen. War schon bald wieder Level ab. Ich habe wenigstens ein bisschen gelevelt. Ja, ich vergesse halt immer, dass bei diesem blöden Nebelschritt, dass man immer so einen schnellen Schritt nach vorne macht. Ja, oh, schon wieder. Den hasse ich richtig. Der hat so viele Lebenspunkte. Oh, blöder Arsch. So, jetzt machen wir das Ganze nochmal. Ohne runterzufallen, bitte. Wäre super. Bis bei der oberen Pagode. Ja. Mal gucken, wie lange noch. Ich mach den Nebelschritt jetzt einfach vorher. Aber sag, du wirst jetzt nicht aus deinem Nebelform gekickt hier mit dieser Verfluchten. Kommt doch schon wieder. Naja, also die ist so häufig. Eieiei. Ach, aber guck mal, da sind deine 2. Aber von hinten ist gerade irgendwas Gewalttätiges. Ja, ja. Oh, hat er dich wieder geblendet. Mhm. Au. Das ist ja frech. Erst mal irgendwie gucken, ob er zurechtkommt hier. Oh je. Mann. Okay, einer weg. Ein Geisteskern. Ach. Oh mein Gott. Überall wartet irgendwer. Hinter Tor Nummer 3 sitzt der Zong, weißt du? Problem ist, die kannst du ja wirklich nur killen, wenn du halt also hier verflucht bist. Ja, ja, sonst sind die nicht da.
Noch einer. Mein Gott, hier muss irgendwo ein Nest sein. Freunde. Ja, aber der verschwindet bestimmt gleich wieder. Ja. Ja, ist ja auch okay. Ist mein vorbei. Gott. Hinter Tor Nummer 3 wartet der Zonk. Ja, genau. So. Weiß gar nicht, wie viele von den Dudes wir jetzt gekillt haben, aber auf jeden Fall respawnen die nicht. Oh, hier ist ein Türchen. Oh ja. Da ist wieder eine Tür. Offe Luke! Ah, da sitzt doch wer rechts. Hallo. Ach, oh Gott, und links auch noch. Ja, ja, hab schon gehört. Eis! Hast du nicht durch die Tür oder was? Zu groß. Ist aber auch merkwürdig, dass sie das so designt haben. Schon. Ist ja schon ein bisschen cheesig, also. Er trifft mich ja trotzdem. Ja, yeah, aber. Trotzdem. Oh. Wieder was zum Schmieden. Gutes Eisen steht es. Okay. Ich hatte gesagt, man kommt jetzt hier weiter. So, einen Aufgang übersehen. Ja, ansonsten geht's einfach nur noch runter. An den Kisten. Hier bin ich vorhin schon mal runtergesprungen. Das war nicht so gut. Du hast es, glaube ich, überlebt. Ja, aber dann bin ich ja wieder ganz unten. Aber die Kisten sind ja auch unten. Das ist der Weg. Gehen werden müssen. Ja, aber guck mal, da oben sind auch noch Dudes. Ja, aber vielleicht. Ja. Wie kommt man denn da hoch? Und Aufgang übersehen. Ich meine, es waren ja noch so ein paar Seitengänge. Ah. Wenigstens kriegen wir noch ein bisschen Heilung dazu. Hm. Ey, was ein Gebiet. Also, solche Gebiete mag ich ja gar nicht. Nee. Ne? Also, so richtig gar nicht. Richtig belastend. Da kommen wir nicht hoch. Hier ist ein Aufgang. Oh Gott, oh Gott. Ich glaube, den habe ich vorhin schon mal gesehen und bin dann halt irgendwie anders abgebogen. Oder ich bin runtergefallen oder irgendwas. Keine Ahnung. Ach nee, da haben wir uns entschieden, zum Boss zu gehen. Hm. Oh. Ach, hör doch auf. Ich hab immer so Schiss, dass du damit runterfliegst, ne? Ja, ja. Alles gut. Ja, passiert schon nicht. Alles gut, cool, ich schaff das schon. Lang. Hm? Da geht's dann nicht lang. Nee, aber hier drin geht's ja, weiter. Ja, ja, ich hab's gesehen. Blickt mir jemand durch von euch, Chat? Ich würde jetzt ja sagen, nee. Geht's ja auch nicht weiter. Hä, hey, what the fuck? Hä? Muss man hier. Oh, ja, naja. Der springt automatisch rüber, das vergesse ich immer. Mein Gott, das ist richtig ätzend. Aber das sieht nicht aus, als ob das ein Weg ist, ganz ehrlich. Du kannst höchstens wieder drauf landen, aber das ist kein. Nee, da kommst du nicht rum. Da ist die Statue. Hm. Geht's denn jetzt weiter? Eine Idee. Vielleicht doch nicht weiter nach oben. Da ist aber noch ein Weg. Also ein Laufweg. Wir können in die Richtung auch gehen. Ja, genau. Da geht's weiter nach oben. Wo durchblicken? Durch alles hier. Durch den Weg, durch das ganze Gebiet.
Komm mal rein hier. Ich habe keinen Bock, da vorne zu kämpfen. Das ist schon so ein krasser Standardgegner. Finde ich. Okay, er ist verbrannt. Sehr schön. Mhm. Brenn in der Hülle. Achso, ja, genau. Außenang. Da war ja was. Da habe ich mich schon fliegen sehen. Ja, ich... Da springt von links schon wieder was raus. Oh Gott. Oh Gott, da ist ein Schrein in der Nähe. Ja. Für die nächste Etage hier. Ist gleich drei so eine Dinger. Ach nee, ist nur eins. Ein großes, 1200. Oh Gott, da geht's hoch. Da kann ein Anni übernehmen dann. Ja, mach ich, mach ich. Das sieht nach mehr Licht aus. Was haben wir denn? Aua! Boah, muss ich jetzt ernsthaft hier... Na, entweder... Ansonsten kannst du halt auch mal wirbeln, ne? Also... Ja, das Problem ist, das hat beim letzten Mal schon nicht gut funktioniert. Aua! Die haben mich gesehen. So, ich hab mal behaupten, der Schrein ist hier drüben, oder? Kommt man da rein oder ist der oben? Hm. Da geht's nicht lang. Es ist ja noch oben. Ja, ja, dabei, weil ich dachte, da waren irgendwie noch zwei Gefängniszellen. Halleluja. Wahrscheinlich die Hälfte übersehen hier ist bei diesem Ding. Es gibt noch keine Gnade, ne? Oh. Wo schreien? Ausweichen klappt die Gefühle heute auch nicht, ey. Rein in die andere Richtung auf jeden Fall. Da vorne. Dieser Stress. Oh, puh. Also da hinten kann man lang gehen und da kann man drüber gehen. Ja. Ich würde sagen, wir gehen erstmal hinten lang dann. Ja, also ja, 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 ja. So, ich bin jetzt durch. Boah. Hol mir jetzt mal ein Kaltgetränk. Mach mal. Ich würde auch eins nehmen. So! Eine Orangenbrause. Ja, bitte eine Orangenbrause. So, hier Zauber auswählen. Ich wollte ja mal kurz schauen. Oh, wir können ja hier, anstatt das Flammenfritzen, können wir dieses neue nehmen. Speie Flammen, wo Asche liegt. Denn der Ruhm ist bald versiegt. Leichter Angriff. Holzhacken. Schwingt die Eisenklinge dreimal und baut mit jedem Treffer Fokus auf. Schwerer Angriff, Feuer anfachen. Bei vollem Fokus kann der schwere Angriff gedrückt gehalten werden, um diese Fähigkeit zu entfesseln. Der Außerkorner atmet eine Brandwelle aus, die die Gegner vor ihm kontinuierlich verbrennt. Je länger der Außerkorene diesen Angriff ausführt, desto unerbittlicher werden die Flammen. Ausweichen verschwendet keinen aufgebauten Fokus. Feuriger Ausbruch, RT und B. Entfesselt diesen Zauber, um bei der Rückverwandlung zu explodieren und Flächenschaden zu machen. Warum willst du schreien? Oh, einfach mal so. Ich muss das mal ausprobieren, ne? Dann hier. Was haben wir denn jetzt eigentlich noch für Pünktchen? Ach nee, oder warte mal, Schmiede. Wir können mal kurz schauen hier. Wir haben ein bisschen was an Schmiedematerial bekommen. Und wir tragen gerade noch den Steinstab mit Wolkenmuster, haben aber hier nichts zum Verbessern. Und für die Klamotten. Wir können ja auch keine neue Rüstung herstellen. Die können wir auch nicht verbessern. Nee, wir tragen ja schon den guten Kram. Hm. Gibt's was im Laden? Körperwärmender Puder entfernt bei Verwendung sofort den Zustand eingefroren und erhöht die Frostresistenz für kurze Zeit erheblich. Haben wir überhaupt welche? Auf Lager? Nee, zur Hand zwei haben wir. Schockdämpfend aber nicht. Geisteskerne. Ist aber cool, dass man die hier kaufen kann. Und veredelter Eisensand. Vielleicht sollten wir die auch mal kaufen. Dann können wir ja hier diese permanenten Verbesserungen machen. Ich kaufe die einfach mal. Was man hat, hat man, ne? Die Eisenblätter für Waffen. Gereifter Ginseng, was macht der? Die kann zur Herstellung von Medizin verwendet werden.
Hier, voll cool. Oh, dankeschön. Man konnte hier Geisteskerne kaufen, 4 Stück am Standardschrein. Na, 1800 habe ich jetzt. Also, ja, ich glaube. Ich glaube, für alle. Oder selbst wenn es pro Stück war, war okay. Wir haben es ja. So, dann reise ich aber mal kurz nochmal weg. Wir sind jetzt Manirat. Ich reise. Wo war das? Der Gelbwind kam. Da. Nee, da ist das Pferd. Da wollen wir nicht hin. Hier bin ich falsch. Schwarzwindberg. Bambus, Dings, Nebel. Ich muss doch zum Affen. Wir müssen da mal kurz was. War doch. War es der Affe? Wo wir die Kerne verbessern konnten? Oder war das woanders? Oh, ich weiß nicht mehr. Hm. Also beim Affen war auf jeden Fall die Gurde. Haben wir beim Affen beim letzten Mal auch Medizin hergestellt? Diese bessere? Hätte ich das auch am Schrein machen können? Am Standardschrein? Ich gehe erstmal kurz zum Affen. Moment. Bin mir gerade nicht so sicher. Außerdem genießen wir mal kurz ein anderes Gebiet. Hallo. Nee, aber hier ist nichts möglich, ne? Wir haben hier auch nicht genug. Hat er noch was im Laden? Nee. Achso, Moment. Nee. Was denke ich hier hin? Haben wir auch nicht genug. Ja, ich glaube, ich bin hier einfach umsonst hin. Den kann ich aber auch hier am Schrein mal gucken, ob ich das machen kann. Es gibt ja die Auswahl auch Medizin herstellen war das, oder? Der Abzug der Langlebigkeit, das waren ja jetzt nur die... Das ist ja immer nur das Temporäre. Wo war denn das, was man permanent erhöhen konnte? Beim Affen war es nicht. War es nicht auch hier? Das ist immer nur für kurze Zeit. Das sind nur diese kleinen... Diese Standarddinger. Alles okay? Ja, ich habe gerade das Mikro überfahren. Ja, hier sind die auf jeden Fall nicht. Hm. Ich weiß nicht, wo die... Bei Braun? Nee, auch nicht. Ich habe keine Ahnung mehr, wo das war, wo wir die guten Pastillen herstellen konnten. Das andere... der andere Wolf. Ja. Der andere Wolf war's. Der andere Wolf. Der ist, glaube ich, beim Gelbwindkamm hier. Das ist... Nee, Steinruhebene ist nicht der Wolf, oder? Das ist ein Pferd. Warum seid ihr mir da ran hier? Ich mache mein Mikro hin. Ich komme gar nicht so nah ran, weil das hier so... Warte mal. Sekunde. So, jetzt kann ich auch näher ranrutschen. Ja, der war es hier, glaube ich, nicht. Hier, da ist er. Im Keller. Der Kellerwolf, wir kennen ihn nicht. Ja, wenn es jetzt rumpelt hier im Mikro, ne? Mario muss hier. Ja, ich muss gerade mal kurz hier rumpeln. Der Rumpler. Ja. Rumpelstilzchen. So, hast du schon irgendwas gemacht? Nicht. Irgendeine Waffe aufgerüstet oder so? Geht nicht. Wir können nichts aufrüsten. Wir haben keine neuen. Also, wir haben zwar Material, aber wir haben keine Option zum Aufrüsten. Ich gerade. Weiß nicht, was du machst. Ich hab's, glaube ich, gerade nochmal rumgewickelt. Ne? Ja, wir gehen jetzt zum Wolf. Ja. Weil wir das erstmal einlösen. Zur Großmutter gehen wir jetzt. Großmütterchen. Großmütterchen. Warum machst du so große Augen? Mhm. Genau, hier, da ist er doch, unser Kumpel. Der Braumeister. Mhm. Der Augenbraumeister, so. Ich würde gerne mit ihm reden. Hallo, ah, jetzt. Self-refinement is the way to make golden pills. Ich kann noch was kaufen. Trugbildpastille gewährt bei Verwendung sofort eine beträchtliche Menge Macht. Hm.
Oder Angriff erhöhen. Er hat ein neues Rezept. Erhöht nach Verwendung die maximale Ausdauer beträchtlich. Was ist halt auch wieder was, das nutzt du halt einmal, hast aber wahrscheinlich in der Zeit dann halt mehr Ausdauer. Kaufen kannst du es ja eh mal. Es schadet ja nicht. Und hier von den Dingern. Ich meine, man könnte sie mal kaufen, wir haben so viel Geister. Ja, aber du weißt schon, eine Waffe aufrüsten kostet 20.000, ne? Ja. Aber kauft man trotzdem ein paar. Was? Notfalls kann man mal irgendwie was farmen gehen oder so. Kaufen sie einfach leer. Wird. Aber jetzt wird gebraut. Das ist die des Himmlischen. Die permanente Erhöhung. Ne? Mhm. Also, Max Leben. Ja, würde ich auf jeden Fall nochmal nehmen. Und Mana würde ich auch nochmal nehmen. Ja. Dann nehmen wir mal Max Leben. Erstmal eins. Ja. Seek from within to ascend. Seek from without to craft pills. Also Max Leben, Max Mana. Mal gucken. Die Kerne kann man übrigens auch farmen. Also wir haben auch schon welche von normalen Gegnern gekriegt irgendwie, glaube ich. So Max Leben plus 15. Dieser Mini-Zippel da, ey. Oh, Mann. Uncover the secrets of sky and earth and thou shalt have pills. Das kann man sogar überspringen. Aber egal. Wir genießen das. Wahrscheinlich verbrennt er sich gleich das Fell, ne? Yet I choose the rarest few. Kann man noch? Maximale Ausdauer könnte man noch erheben. Erheben. Verteidigung erhöhen. Nee, ich glaube, also wenn dann nochmal Ausdauerregeneration. Also Ausdauerreck, also. Ja. Was haben wir was Neues? Nee, Brandresi. Dann machen wir noch Ausdauerreck. From Yin and Yang, five elements emerge. Der sagt immer irgendwas anderes, ne? Je nachdem, was er da herstellt. Ja, bitte. Und wo sammeln wir die Dinger eigentlich? Ich weiß nicht. Wo sammeln wir die? Habt ihr das erkannt? Die essen die direkt. So, wir könnten jetzt nochmal Mana. Sind Mana ist. Komm. Ja, eins geht ja noch. Ich weiß gar nicht, bis wo man die aufrüsten kann. Ich glaube, Leben war bis 9 Punkte. Wo Mana war, ich weiß gar nicht. Da gibt es einen Cap. Ja, glaube ich. Also meine ich, dass da irgendwas gestanden hat gerade. Also würde mich wundern, wenn es kein Cap geben würde. Guck mal kurz rein. Müsste ja jetzt dabei stehen. Da steht 2 von 9. Ja, stimmt. Alle gehen bis 9, oder? 12, 18. Verteidigung auf 18, da haben wir noch nichts. Nee. Wir lassen uns einfach nicht treffen. Ja, korrekt. Resi. 36. Ja, naja. Da muss man aber echt viele von den Dingern sammeln. Ja, und hier für die Sterblichen, aber wir haben ja hier noch maximale Leben für eine kurze Zeit, könnten wir aber auch nochmal machen. Das links oben haben wir noch nicht. Maximale Ausdauer, ja. Da können wir nur 2 herstellen, weil irgendwas fehlt. Himmelsbirne. Na gut, aber wir haben so. Hey, du Himmelsbirne. Ja. So, jetzt mach mal hier nicht, ja, trödel mal ja, nicht ja. rum. Du weißt schon, dass du... Ne? Ja, ja. Anni baut nämlich in Absicht ganz viel, damit sie ja nicht weitermachen muss. Stimmt ja nicht. Es kommt garantiert, wenn du über die Brücke gehst, ein Boss. Ich weiß, irgendwas wird da kommen. Aber ich muss ja erstmal in die andere Richtung. Wir reisen nach Westen ins Reich der Pagode zum Mani-Rat. Ja, ich habe den Zauber ausgetauscht, ne? Dass wir jetzt mal den anderen Feuerzauber probieren. Ich würde den mal an irgendwelchen Standardgegnern ausprobieren. Mach, wie du denkst. Ja, ja. Da sind wir wieder. Moin. Da müsste eigentlich da oben wieder einer kommen. Hast du wenigstens mal noch die anderen Teile von der Rüstung gebaut? Wir haben noch alles gebaut. Wir tragen die doch komplett. Die hatte nur 3 Teile. Haben wir alle 3 Teile gebaut? Hat uns da nicht was gefehlt? Nein, es fehlte nicht. Wir haben alle. Von diesen Frostdingern? Ja, jetzt geh weiter. Los jetzt. Ja, wirklich. Du hältst mich doch auf.
Immer dieses Rumgetrudel. So, ich teste mal ganz kurz hier dieses. Ich weiß nicht, wie das aussieht. Irgendwie war da was mit leichten Angriffen und aber halt auch mit dem schweren Angriff. Wenn man einen schweren Angriff macht, guckt man Feuer. Y ist Feuer anfachen. Y. Ja, das ist ja. Das ja hier. Ist ja. Y. Achso, geht gerade nicht. Jetzt muss ich erstmal Holz hacken. Dann baut man Fokuspunkte auf und dann kann man Feuer spucken. Achso, ich dachte, du hast gerade RT und B gedrückt. Nee. Und wenn man das loswerden will, RT und B, dann explodiert man und kommt in die Altform zurück. So. Bin ich nicht überzeugt von der Form. Ja, noch nicht im Einsatz bei großen Gegnern. Na, also. Ach, schade. Naja, gut. Ich meine, ich habe auch kein Problem, wieder mit dem Feuerstab zu kämpfen. Ja, weil du kannst machen, was du lustig bist. Also. An den eh gewöhnt habe. Ja, cool sieht es auf jeden Fall aus. Das stimmt wohl. Also so ein dicker Ratten, war doch mal gut, mit zwei Köpfen, der Feuer speit. Aber ich finde halt die Reichweite irgendwie so ein bisschen schwierig. Ja, bei dem anderen hast du zumindest die Möglichkeit, mit dem Stab die ganze Zeit zuzuschlagen, der eine relativ große Reichweite hat, im Vergleich zu diesem kleinen Kackschwert. Kannst du nicht mal heilen? Ey, es dauert ja ewig der Stabhaltung, bis man da einen schweren Angriff machen kann. Ach, was? Ich bin eingefroren. Okay, da muss man immer B drücken. Ich würde mal, also ja, ich würde diesen Feuertypen erstmal noch lassen und vielleicht am nächsten Schrein wechseln. Muss den da geht's gar nicht weiter. Da geht's runter. Aber da geht's wieder zurück. Ist das wieder, ja, das Innenleben. Oh nee, da kommt jetzt ja wirklich aus Action. Vielleicht wechsle ich dann doch nochmal auf das andere, was ich kenne. Ich muss ja eh am Schrein vorbei. Mhm. Ich meine, an sich mag ich dieses Eisgebiet wirklich, das sieht richtig cool aus, aber dieses Gefängnis einfach die Seuche. Die Oberseuche. Ja. Dann gehen wir nochmal ran. Switchen wir hier nochmal den Zauber. Das müssen wir in Ruhe durchtesten. Die rote Flut ist eigentlich echt bisher sehr hilfreich gewesen. Achso, man könnte auch nochmal rasten. Ja, was mir wundert, dass wir noch nichts anderes gefunden haben. Entweder haben wir es übersehen. Na, du meinst für die anderen Slots jeweils, ne? Nee, sondern dass man. Wir haben immer nur Feuer als Angriff. Wir haben keinen Blitz, wir haben kein Eis, wir haben kein. Was gab's noch? Weiß nicht, Erde oder so. Ja, Schock. Stimmt. Ja, der Blitz. Da haben wir noch nichts gefunden. Ui. Das sieht nach Freude aus. Und das sieht nach Boss-Arena aus. Oh no. Ist das schon jemand? Oder ist das nur der Eingang? Das ist ein Hauptmann. Wollen wir schon die Vorhersage machen? Ja, mach mal. Übrigens, was ich vorhin sagen wollte, ich weiß nicht, ob ich es vorhin erwähnt habe, weil ich hier reingekommen bin, für diesen Mission Impossible Boss hier mit seinen Laserstrahlen auf dem Boden, hätte man bestimmt die Stabhaltung nehmen können. Ja. Dann einfach an. Nee, ach Quatsch. Achso, diesen Wirbel? Nee, da wo man auf den Stab hochklettert, war da die Stabhaltung, oder? Ja, Stabhaltung, aber die haben wir ja noch gar nicht. Nee, aber dass man da vielleicht mal einen Punkt rein investiert und einfach, dass wir sie schon mal haben. Ihr Lieben, ich hoffe, ihr seht, dass ihr Punkte geben könnt. Ich sehe auch schon, es wurden Punkte gegen mich gesetzt. Verstehe ich überhaupt nicht. Ja, dann packen wir noch einen Punkt rein in diese Stabhaltung. Dass wir die zumindest erstmal freischalten, dass man das vielleicht mal nutzen kann, wenn irgendwie so Bodeneffekte sind oder so. Achso, warte. Wo? Selbstbestimmung. Ach, Säulenhaltung meine ich nicht. Säulenhaltung. Ja, ja. Wenigstens mal ein Punkt. Ja, dann haben wir sie mal. Da haben wir noch zwei Pünktchen. Während das hier schwere Angriffe, die einen Fokuspunkt kosten, fügt dem Gegner basierend auf dessen Verbleiben, dann nehmen zusätzlich Schaden zu. Das ist sehr geil. Ja. Geil, und es fehlt nur noch ein Punkt. Dann haben wir hier den vierten Fokuspunkt. Dann geht's. Sehr schön. Ah, es wurden Punkte gesetzt. Oha. Alle richtigen Haltungen hier ausgewählt. Dann mal ein tiefer Blick ins Gesicht.
Mhm. Oh nee. Oh, oh Gott. Ich drück gleich nochmal Pause. Der ist aber groß. Ich bin zu früh rangegangen. Ach du Scheiße, ja. Jetzt werdet ihr noch beeinflusst. Naja, in der Spielsequenz können wir auch noch geben. Hauptmann Waisenstimme. Mhm. Ja. Ja. Schicke Fußnägel. Ganz toll. Und er hat einen merkwürdigen Kopf. Nein. So, ich mach gleich Pause. Oh Gott. Wir haben das Elend gesehen. Das ist vorbei, ganz so. Ja, los geht's. Ach. Auch anvisiert. Oh ne. Geht der Spaß ja auch wieder los. Mhm. Alter, muss ja gar keinen Schaden. Ja, da freut man sich ja. Nee. Weil ich sagen muss, bisher sieht es noch nicht so aus, ob er irgendwie großartig viel kann. Würde ich nie nach den ersten 2 Sekunden beurteilen. Was hat er denn bisher gemacht? Weißt du, bei den anderen, da war sofort maximal Eskalation. War das ein so ein Fuß, der so ein bisschen verletzt ist? Ja, ne? Ja, den muss man ja auch ran. Den. Oh, okay, Schock macht er. Okay. Springen. Ja, das ist hier. Hey, das hat er geblockt. Da hat er das Leben geblockt. Das ist ja wild. Vielleicht kann er doch was. Aber deine Seuche ist vorbei. Ran an den kaputten Fuß. Wehtun soll's. Rennt auf jeden Fall schön. Ja, aber der Schaden ist wirklich echt gut. Oh nein, und da war gerade das Dings zu Ende. Der will beispielen jetzt bestimmt. Ach so. Mali, soll ich nicht gerade vorbeikommen? Ja, ja, hier? Der hat die gerade gerufen, bin ich der Meinung. Was war das denn? Oh Gott. Wahrscheinlich machen wir wieder den Hard Mode, weil es irgendeine easy Variante gibt, solche zu umgehen. Jetzt fällt er um hier? Mhm. Mein Gott, Lage drauf! Und zack, wieder auf den Fuß. Aua, nicht mal auf den verletzten Fuß. Oh Gott, Ausdauer. Aber das kennt man ja, man hat sich schon irgendwo wehgetan, weiß, und man kommt immer wieder ran. Ja. Ach komm, dann auch an, oder nicht? Und okay, man muss auch gut springen können. Das ist natürlich Punkt. Das war jetzt aber gemein. Aua. 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 Okay. Ja. Das war ein fieser Move. Oh, verdammt, das war richtig schlecht getimt. Also dann kann man das hat er vorhin schon mal genau an der gleichen Stelle geblockt. Ja, ja. Andere Richtung. Flasche leer. Boah, die Musik ist ja fies. Ja, ich muss ehrlich sagen, die Musik bei den Bossen ist manchmal etwas speziell. Ich bin wieder crazy. Schade. Weg.
was machst du denn? Der wollte ich umarmen. Ja, aber ich... Das nicht so... Nee, nicht so richtig. Oh Gott. Oh, weg! Schade. Schade. Hat man keinen First Try-Apfel gemacht, ey. Oh, Mann. Aber es sah sehr gut aus. Ja.